Wir haben heute den. Oh, was haben wir heute eigentlich? Muss ich mal gerade gucken. Den 4. Dezember. Ja, Urlaub hatte, weiß ich immer nicht, welche Tage sind. Auf jeden Fall ist heute Mittwoch. Und wir haben Christmas Vlog Nummer 7. Ja. Wir gehen gleich frühstücken. Ich bin schon geduscht und Kind schläft noch, weil die ist erkältet. Und mein Mann duscht jetzt gerade und dann frühstücken wir und dann hauen wir um 8 Uhr ab. Und um 10 geht der Flieger. Also wir sind hier irgendwie 3-4 Kilometer vom Flughafen entfernt. Also ganz easy. Wir sind gestern Abend ja noch gefahren zum Flughafen näher, weil in Hamburg gibt es ja immer morgens auch Stau. Dann sehen wir uns später wieder. Hallo, meine Lieben. Ich mache jetzt Aufnahmen mit Handy, weil die Kamera ist ein bisschen blöd. Ich begrüße Sie, weil es meine Rechte ist. Und das ist kurz im Unterbrechen. Ich mache das. Ich bin bei dem System schnell. Security und ja. Wir sind jetzt quasi noch 20 Minuten raus, dann landen wir gleich in Dublin. Ich bin hundemüde. Ich bin heute Morgen um 6 Uhr aufgestanden. Und ich freue mich, dass wir gleich zu Hause dann nachher sind. Wir müssen dann ja noch 2,5 Stunden fahren, 3 Stunden. Und meine beiden Süßen sind auch ein bisschen kränklich. Auf jeden Fall sind wir später wieder, wenn wir gelandet sind. Meine Lieben, ne? Wir sind zu Hause. Stoppel. Was ist mir zu lang? Unser Auto ist mega, mega, mega dreckig. Aber kann man hier nicht ändern. Erstmal putzen. Ja, nee, das ist einfach der Dreck von draußen. Straßen und so. Naja. Dann bis später. So, falls das Video jetzt ein bisschen schlechter auch wird. Ich habe heute viel mit Handy aufgenommen. Wir haben es jetzt noch so, ja, 13 Minuten, bis wir zu unserem Hund kommen, den holen wir jetzt direkt ab. Wir sind auch noch nicht zu Hause gewesen. Wie gesagt, Flug war alles super. Und wir freuen uns jetzt einfach nur nach Hause zu kommen, sind total fertig. Aber wir haben Irland hier schönen Sonnenschein. Ist doch schön, wenn die Insel einen so begrüßt. Ja, Kind hustet immer noch so im Hintergrund. Die stören. Ja, ich freue mich tierisch. Hallo meine Lieben, Irland hat uns mit super, super Sonne quasi begrüßt und ja, wir sind nun fertig. Gott sei Dank mussten wir keinen Koffer aufmachen, weil die sind sowas von zugeknallt gewesen. Ich glaube, wir wären alles rausgeflogen. Dann hätten wir da gestanden, bestimmt noch eine halbe Stunde hätten wieder packen müssen. Also insofern alles super geklappt. Flug war auch entspannt und keine Turbulenzen diesmal. Also ich fand es richtig gut. Fliegen, da wäre ich nie Freund. Im Hintergrund hustet meine Tochter, die hat es ganz schön derbe erwischt. Natürlich musste das jetzt im Schluss auch sein, war ja klar. Und ja, mal gucken, die kann wahrscheinlich dann auch nicht morgen zur Schule. Ich denke mal, dass sie dann Donnerstag und Freitag zu Hause bleibt. Aber erstmal einen Tag gucken und dann nächsten Tag. Ja. Wir müssen dann morgen auch auf jeden Fall einkaufen gehen, ist ja nichts mehr da. Heute reicht es noch und Penny, bist du wieder bei uns? Wir sind noch ein bisschen Auto fahren. Ja? Wir haben jetzt gerade unseren Hundi wieder geholt.
Elfie ist wieder da. Schön. Hm? Elfie, was hast du da gemacht? Hast du geguckt, ob wir schon Plätzchen gebacken haben? Leider haben wir noch keine Zeit gehabt. Wir waren ja in Deutschland. So. Ja, es sieht jetzt so aus, dass ich einen ganzen Koffer voll Wäsche habe. Wir haben das jetzt so konzentriert auf einen Koffer. Hier sind so Goodies drin, die kann ich euch später nochmal schnell zeigen, bevor ich Video schneide. Und ja, das sieht jetzt alles hier so durcheinander aus. Ja, ich habe auch Weihnachtspost bekommen und ja, schöne Weihnachtskarte. Und ich mache jetzt erstmal die Wäsche und Kind muss noch einen Adventskalender machen. Dann sehen wir uns später nochmal ganz kurz. Ach übrigens, ist jetzt 16:45. Wir sind seit gut einer Stunde zu Hause und ja, ich stelle jetzt erstmal eine Wäsche an. Spülmaschine läuft jetzt gerade. Dann müssen wir nachher noch eine schöne warme Suppe essen. Mein Mann hat ja Probleme mit dem Zahn. Der muss morgen erstmal Nachmittag zum Zahnarzt. Hat eine ganz dicke Backe hier und ja, mal gucken, was da morgen rauskommt. Kind bleibt morgen auch zu Hause, hat sich voll die Erkältung eingefangen. Wir gucken dann mal, wie es Freitag ist, ob sie dann wieder zur Schule kann, weil Fieber hat sie Gott sei Dank nicht. Ich habe schon gedacht, wir können nicht fliegen oder so, aber ja, Hundi haben wir auch abgeholt. Ja, alles tutti schicki. Nur ein bisschen ist das Haus jetzt kalt, das ist klar. Weil wir hatten die Heizung jetzt eine Woche lang ausgestellt, jetzt müssen wir erstmal aufheizen. Aber ich denke, so in 2-3 Stunden sieht das auch schon wieder anders aus. So, wenn ich euch einen Tipp geben darf, wenn ihr verreist und ihr habt dann Schmutzwäsche und wollt das irgendwie konzentrieren oder mehr Platz haben für Goodies, ne, wenn ihr nach Deutschland wieder reist, einfach Vakuumbeutel nehmen mit Staubsauger und einschweißen, habt ihr massig Platz. Gefällt dir? Ja, gefällt mir. Was ist heute für ein Datum? Ja, was ist heute für ein Datum? Was meinst du denn? Was hast du gestern 5. aufgemacht? Ach, ja. Was hast du gestern aufgemacht? 5. Nein. Ja, was ist heute für ein Datum? Gestern war der 3. meine ich. Heute ist der 4. Okay, der 4. Zumindest habe ich irgendwo noch eine 4 gesehen. Nicht jetzt alles rausholen. Kram, stellst du wieder rein. Kram ein bisschen. Ich habe es ein bisschen versteckt, bin ganz ehrlich. Aber aufpassen, nicht, dass es kaputt geht. Ja, kannst auspacken. Nummer 4. Am 20. ist Weihnachten. Ja, genau. Reißen, 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 reißen. Komm, reiß schon. Hast du heimlich nachgeguckt, was drin ist? Nee, als du eingepackt hast, habe ich das gesehen. Ach so, ja. Das war ja für Jan Tim. Hätte ich gesehen, ja. Darum. Wie, was ich eingepackt habe. Ach, die 2 Chips töten dann noch. Habe ich gesehen, ja. Und? Cool, ist doch erstmal für den Anfang nicht schlecht, oder? Ja, ist okay. Ist okay, ja. Früher hat man ein kleines Bonbon gekriegt. So, das war jetzt unser Tag 6. Ich muss gerade immer noch mal überlegen. Christmas Vlog 6. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss.